Hier war ja der Eingang. So. Freunde, also, was steht denn jetzt hier in Zukunft eigentlich an? Also, folgendes. Ich mache das jetzt schnell, damit wir dann endlich auch mal starten mit dem Kochen. Ich merke im Grunde genommen jeden Monat, dass ich mit meinem Geld nur sehr, sehr schwer hinkomme. Meistens ist es wirklich schon Error, ne? Ich bin jemand, der sehr bequem ist und der sich gerne Essen bestellt. Zack, sind wir schon über 10 Euro. Dann kommt noch ein bisschen Trinkgeld dazu. Also, es ist nicht selten, dass ich hier an der Tür stehe und dann irgendwie sowas wie 14 Euro bezahlt für eine Pizza. Das kostet ordentlich Geld und das merke ich jeden Monat aufs Neue. Ich koche wirklich gerne, viele von euch wissen das, deswegen gibt es ja hier auch Kochen à la Schizo. Allerdings muss ich gleich sagen, der Unterschied zu Kochen à la Schizo und zu Kochen, Sparen, Abspecken ist der, bei Kochen à la Schizo, da versuche ich ja immer etwas zu kochen, was ich dann auch wirklich im Grunde genommen zu 100% selber mache. Also wirklich von der Soße über irgendwie Teig oder sonst was, alles selber gemacht, möglichst nichts Fertiges gekauft. So, das wird hier allerdings anders sein. Ich werde jetzt hier nicht immer irgendwie sonst was für coole, krasse Essensgerichte auf den Tisch zaubern mit Zip und Zap, sondern ich versuche schlicht und einfach zu kochen und das sind auch oft irgendwelche Fertigprodukte, also jetzt nicht Convenience oder TK, sondern schon selber gekocht. Aber zum Beispiel heute, na, das meine ich zum Beispiel mit, ich mache nicht komplett selber eine Soße, sondern ich verwende hier dann so ein fertiges Pulver, was mit Wasser angerührt wird. Außerdem habe ich heute hier Erbsen und Wurzeln. Ich werde da 2 Dosen von nehmen. Genau, die Milch brauche ich für Kartoffelpüree und dann gibt es Leberkäse dazu. Ja, ihr hattet schon. Und später gibt's dann nochmal was, ne? Schwarze, aber jetzt erstmal ich, ne? Okay? Kannst weiter im Flur hocken, kannst gerne zugucken. Kriegst trotzdem nichts. So. Ich habe ein bisschen zu viel Speck drauf. Ich kann mich auch gerne gleich nochmal, wenn das hier schon am Köcheln ist, mal auf die Waage stellen, damit wir mal wissen, wie sieht mein Gewicht aktuell aus. Ich bin jemand, der gerne Energies trinkt oder Cola oder so. Das haben viele von euch in den Livestreams auch schon mitbekommen. Und das möchte ich jetzt auch auf jeden Fall mindestens einen Monat komplett ablegen. Keine Energies, keine Cola, keine, was weiß ich was, keine Softgetränke. So, da ist ein neues Mitglied mit reingekommen. Ich muss kurz warten, bis das hier auf dem Bildschirm erscheint. Neue Schizogang, Kochen im Sparmodus. Ja, vielen lieben Dank. Herzlich willkommen hier in der Schizogang. Ich bin nicht zu dick, sagt Kyle. Ja, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich selber für mich finde, das ist ein bisschen zu viel und ich hätte gerne weniger drauf. Insofern finde ich selber, ich bin zu dick. Wenn andere das anders sehen, dann ist das natürlich schön. Die Frage ist ja auch quasi dann, wo beginnt dick sein und was ist dünn, was ist schlank, was ist mager, was ist fett. So, aber das sieht jeder anders. Ich finde für mich selber, ich fühle mich nicht so richtig wohl mit meiner Körperform und da möchte ich gerne was tun. Und so fange ich jetzt mal mit kleinen Steps an und dann schauen wir mal. Digga, jetzt nerv doch mal nicht so. Sag mal, was? Du tust mir so, als hättest du nichts gehabt. Ja, wie jetzt? Jetzt muss ich dich in Zukunft aufsperren, oder was? Da kommen ja schon die nächsten Katzen. Ach so, hier sind sie alle. Ja, klar. Klar, wenn der Chef Alarm gibt, dann kommen die anderen auch, ne? Alle hier auf Fußboden. Müssen wir noch eine dritte Fußbodencam hier einrichten, oder was? Aber das würde bedeuten, ich müsste auch immer den Fußboden sauber halten. Das ist, ich weiß nicht. Das ist damit langsam ein bisschen zu viel. Geld sparen, abspecken und jetzt auch noch die Wohnung sauber halten. Also, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben, Freunde, ne? So, okay, hier habe ich schon was Gemüse drin. Ich mache noch mal ein bisschen Wasser dazu. Digga, jetzt hör auf hier, Mensch. Sag mal, jetzt hau mal ab hier. Nee, jetzt mal ein Abflug. Das ist für mich jetzt. Jetzt geh mal. Danke. So, dann können wir nämlich parallel auch schon mal gucken, wie viel Milch wir gleich noch hinzukippen müssen. Ach nee, Vollidiot. Will ich hinten auf der Milchpackung gucken, wie viel Milch ich gleich hinzukippen soll. Ah, Freunde, das ist natürlich wieder, wenn das wieder so losgeht, dann kann das hier auf jeden Fall nichts werden. Wo lese ich das denn? Hier. So, wie viel Milch? 125 Milliliter mal 2 sind 250. So, 250, ja. So. Nee, warte. Ich muss eine Gabel. Hier brutzelt schon alles. Ich bin doch noch gar nicht so weit.
Meine Güte nochmal. Ach so, ich muss ja auch wieder anmachen. Ich habe die Herdplatte ja noch aus vom Leberkäse. So, machen wir mal auf 2, damit das nicht zu schnell hochbrät, ne? Also die Katze macht mich hier unten auch die ganze Zeit nervös. Das Kabel hängt auch irgendwie auf Spannung. So, Freunde, ruft mir schon mal einen Arzt. Die Schere habe ich hier jetzt nicht. Ach, die ist noch im Badezimmer, weil ich mir jeden Morgen immer die zu langen Haare abschneide, die in alle Richtungen stehen. Das ist kein Spaß. Ich war beim Friseur, da hat mir irgendwie nur so einen Zentimeter abgeschnitten und seitdem sehen die Haare immer scheiße aus. Und deswegen habe ich mit der Schere, schneide ich da immer jeden Morgen einfach rein, damit das sitzt, ne? Ja. Ich liebe es ja, schwarzen Pfeffer zu nehmen, so aus der Mühle, wo noch die ganzen Körner drin sind. Und jetzt wird es frisch gemahlen und jetzt kommt schwarzer Pfeffer dazu. Ich mag das ja gerne alles ein bisschen schärfer. Ihr wisst das ja. Jetzt könnte natürlich der eine oder andere sagen, okay, dann verstehe ich nicht, warum Shizu selber nicht scharf ist. Ja, ich weiß nicht, da müsste meine Eltern fragen, weil ich meine, die sind dafür die Gene zuständig. Und wenn ich jetzt halt nicht so der scharfe Typ bin, dann liegt das ja an meinen Eltern. Ne? Grüße gehen raus, ne, liebste Mama, Ernie. Ja, habt ihr Scheiße gebaut, ne? Ernie war wieder ein bisschen rattig auf liebste Mama. Zack. Haben sie nicht drüber nachgedacht. Am Ende ist ein kleiner Schizo entstanden. Jetzt haben sie den Salat. Naja, was willst du machen? Jetzt kommt das Pulver vom Kartoffelpüree hier mit rein. Mensch, Katze, jetzt hau doch mal ab. Nein! Leute, was ist das für ein scheiß Stream hier? Ich, also echt, erst geht das alles so spät los. Und jetzt klappt das mit dem Kochen nicht richtig. Die Katze hängt mir hier am Rockzipfel. Ich wette, wenn ich hier einmal das Zimmer verlassen würde, dann könnt ihr zusehen, wie die Katze hier oben springt und hier irgendwie alles abschleckert. Ich meine, wir können es ja gerne gleich mal testen, aber eigentlich wollte ich ja auch noch was essen. So. Ach, die Milch kommt doch erst da rein. So ein Idiot, jetzt kippe ich das Pulver schon da rein. Die Milch muss doch erst da rein. Ich wundere mich schon, warum das hier so dick wird, wie Kleister alles. Oh, warte mal. Natürlich. Das ist natürlich jetzt, ja, das ist natürlich blöd. Ja. Ach, Salz. Da kommt doch noch ein halber Teelöffel bei 2 Tüten, ein ganzer Teelöffel. So, warte mal. Mit dem Streuer ist ja blöd. Dann nehmen wir hier die Verpackung. So, zack, zack, zack. So, hier so Salz. Das muss hier nochmal überall so ein bisschen rüber. So. Okay, nochmal durchmixen. Soße kann auch aus. Zack. So. Uah. Also das war jetzt natürlich total blöd. Okay. Das kann doch nicht, das ist ja... Also so langsam ist das hier wie so ein Sketch, Alter. Ja. Ich hoffe, dass das am... Achso, der Leberkäse. Ah. Uiuiuiui. Ja, doch, der ist noch. Der ist noch gut. Hatte ich den schon ausgemacht eigentlich? Nee. Okay. Jetzt ist er aus. Jo, das sieht doch lecker aus. Geil. Kartoffelpüree an der Kelle zum Schlecken. So, Waage ist an. Ich stelle mich jetzt drauf. Achtung, los geht's. Und vorher schätzt ihr jetzt mal bitte alle, ja? Schreibt mal alle in den Chat, was ihr glaubt. Wie viel wiege ich? Ich bin 1,77 groß, das noch dazu. Wie viel wiege ich? Was sagt ihr? 80 Kilo, 87, 86, 90. Okay, ja. Herr Müller, bitte. Okay, also. Haut ruhig alle rein. Wie viel ich wiege? Okay. Wieso geht die denn immer wieder aus? Sag mal. 60, Techno, okay, das ist sehr lieb von dir. Das ist sehr lieb von dir mit 60. Hä, ist hier die Batterie alle oder was? Hm? 85,4 ist mein Gewicht. Wer war am dichtesten dran? Emil, würde ich sagen, mit 86, ne? Ja, Emil hat mein Gewicht am besten eingeschätzt. So, 85,4. Das heißt, das müssen wir uns auch nochmal irgendwie merken, notieren, irgendwie so. Und dann schauen wir mal. Jede Woche wird geguckt und ich hoffe, es wird von Woche zu Woche auf jeden Fall weniger.
Ja, ich weiß, ich schneide das wie ein kleines Kind. Viele werden jetzt sagen, oh, wie ein Baby, ich habe das vorgeschnitten. Aber dann brauche ich gleich nur noch mit der Gabel. Easy essen. Mache ich jedes Mal so. Ist mir auch scheißegal. So, also. Dann wird jetzt probiert. Ja. Du kriegst nichts. Nö. Auf gar keinen Fall. Auf keinen. Also absolut gar keinen Fall. Nö. Also im Grunde genommen nein. Ich kann drüber nachdenken. Später aber erst. Erst esse ich. Nein. Ach, schmeckt gut. Schmeckt gut. So, Freunde. Das war ja zumindest am Ende noch gelungen. Ich bin froh darüber. Ja, Herr Müller, der leidet immer. Täglich. Der hat auch frisch gegessen und leidet direkt wieder. Das ist also, das ist ganz schlimm. Also ich behandle die Katzen auch nicht gut, muss man an der Stelle sagen. Nick hatte ja auch schon den Tierschutz alarmiert und da bin ich ihm sehr dankbar. Ich fütter die einfach viel zu wenig. Auch viel zu wenig, muss man sagen. Also ich fütter die zu selten und zu wenig. Herr Müller ist im Prinzip schon sehr abgemagert. Der Tierschutz hat auch gesagt, das ist grenzwertig. Und ja. Also die meinten auch, ich soll mich lieber um eine Katze kümmern. Da kann ich es dann vielleicht einigermaßen vernünftig hinkriegen. Bei 4 Katzen ist halt schwierig. Die sehen halt alle ziemlich verwahrlost aus, ne? Und ich habe euch gesagt, ich habe heute... Andrea, moin moin! Ich habe euch gesagt, ich habe heute einen Gast hier bei mir. Und deswegen freut es mich. Heute tatkräftige Unterstützung. Wahrscheinlich nicht. Herzlich willkommen, Kashi! Na? Ja, Kashi. Ja, ist doch kein Problem. Grüß dich. Moin, moin. Ich mach gar nichts heute. Ja, der Kashi, der unterstützt mich. Klar. Und da freue ich mich drauf. Und ja, nein. Nicht wieder da hochspringen. Herr Müller ist auch schon wieder da. Ich werde ihn nicht los, Freunde. Was soll ich machen? Er war ja gestern schon die ganze Zeit am Start. Er geiert. Ich habe wirklich kurz vor Start habe ich hier noch die Katzen gefüttert. Ich dachte, dann ist so ein bisschen mehr Ruhe. Aber er denkt sich, was ich kriegen kann, kann ich kriegen. Und deswegen versucht er es jetzt wieder den ganzen Stream über. Ich habe heute Penne eingekauft. Kochschinken. Dann hier Fixgericht. Ich habe euch ja gesagt, ich werde hier nicht immer komplett alles selber machen und immer 100% frisch kochen. Denn es geht ja auch darum, dass ich eben Geld spare. Heute, ihr seht es schon, die kämen jetzt von oben vernünftig auf die Arbeitsfläche. Ja, guck nochmal, ob alles in Ordnung ist. Kashi, kann man das so machen? Ja. So, okay, also. Was soll das denn jetzt? Das war jetzt aber... das ist so eklig. Ich möchte jetzt kochen. So, aber vielleicht kann man ja auch Dinkelmilch dort das mag sein. Kaufen. Schauen wir uns das beim nächsten Mal vielleicht an. So, wir fassen uns übrigens die ganze Zeit gegenseitig hier an unser Glied. Nur falls es einen interessiert, warum wir hier so komisch rumhüpfen. Weil wir uns ja immer so ein bisschen intim tackeln. Ne? Ja. Nehmt euch ein Zimmer, ja. Oh, man kann es sehen. Ich wusste es gar nicht. Man kann es sogar sehen, wenn ich hier so... Ja, natürlich. Oh, das habe ich nicht gewusst. Wir sollen uns ein Zimmer nehmen. Ist ein bisschen unangenehm. Obwohl doch nicht. So. Ah, so. Die quillen ja auch noch auf und dann wird das eh wieder alles so eine dicke Masse und so. Ja. So, das. Oh. Herr Müller. Du kannst jetzt eine Nudel knuspern. Wo ist sie hingefallen? Knusper. Da unten. So, okay. Achso, das kommt jetzt in die Auflaufform. Ja, das kommt in die Auflaufform, Kashi. Mhm. Ja, wenn manche Menschen ein bisschen mit der Entwicklung. Ich weiß, und jetzt die Nudeln. Ja, nein, Kashi, lass das mal ganz kurz, stell das mal hin. So ist gut. So ist gut. Ist doch gut jetzt. Machst du gut. So. Wenn Menschen mit der Entwicklung ein bisschen hinterherhängen, dann muss man die auch nicht immer drauf ansprechen. Deswegen lass ihn das ruhig Auflaufform nennen. Ist in Ordnung. So. Kashi. Nun machen wir hier die Tüte auf. Ne? Ja. Ich klopfe oben immer dagegen, ja, das damit das so ein bisschen runterrieselt. Aber ja. Du sagst wir und machst das alleine auf. Was soll ja, das? Das war die erste Tüte. Die zweite Tüte kommt. Ich mache immer so. Herr Müller? Ja, was willst du denn jetzt hier? Das geht so nicht. Herr Müller,
Nee, nicht hier oben jetzt. Dann eher so. Nee. So. Halt die Gosch. Jetzt, Junge. Nee, so. Nee, jetzt, unten jetzt machen wir die Herdplatte an. Genau. So, ja, da hat er mal was Gutes gesagt. Ja, gut, dass ich dir in der Küche zeigen muss, wo fast, ich habe fast die falsche Herdplatte angemacht. Das hat er gut erkannt. Falsche Herdplatte angemacht. Ja, aber auch nur fast eigentlich. Eine halbe Stunde gewohnt. Sei mal kurz still, bitte. Warum? Weil ich jetzt hier was mache. Und das ist wichtig. So. Oh. Ja, das ist natürlich. Ja. Das ist natürlich doof. So. Darf ich rühren? Bitte. Ja, rühr ruhig. Ich glaube, da muss jetzt nämlich auch noch die Sahne mit rein. Oder hier die Milch oder wie auch immer man das jetzt. Und lasse ein kleines Schlückchen übrig. Wollen wir den Backofen nicht schon mal vorheizen? Ah, ja, das ist natürlich ärgerlich. Hast du dich angeregt komplett, ne? Ja. Ah. Aber das sieht man jetzt wahrscheinlich auch nicht das auf der Cam. Nee, hast zum Glück ein weißes T-Shirt an. Ja. Als das hättest du es geplant. Habe ich geplant, im Grunde genommen. So, okay. Was mit dem Backofen? Kann man den nicht schon mal vorheizen? Der muss gleich vorgeheizt werden, das ist richtig. Aber ich muss ja auch noch den Schinken würfeln und so. Aber das machen wir gleich. Gut, das... Aber den Backofen kannst du jetzt schon vorheizen, kann oder? Kann ich jetzt schon machen. Aber ich meine so... Kommt das von dir oder hat das jemand gerade vorgeschlagen? Das kommt von mir. Ja? Ja. Mhm. Jetzt hat es Kashi wieder geschafft. Applaus. Was habe ich geschafft? Hey, Herr Müller. Na? Deine Glatze, wahrscheinlich das Bild scheint. Ey! Sag mal, bist du nicht mal ganz sauber? Hau ab jetzt! Sag mal, ist ja nicht ganz aber dicht. Du machst ja auch nichts, ne? Ich habe das gar nicht so schnell mitgeschnitten. Der hockt schon hier und da ja drauf und du einfach... Oh, der fängt auch kackendreist an zu fressen. Da, jetzt verpiss dich! Tierliebe am Arsch, jetzt im Schloss mit lustig. Soll ich dir mal zeigen, was Sache ist, oder was? Ja. Ey! Sag mal, Kollege, du nervst auf sämtlichen Art und Weisen. Oh. Nee. Hä? Wann hab ich denn mal da losgegangen? Hm? Wahrscheinlich da. Ja, wann? Ja, wann? Als du nicht aufgepasst hast. Wann war das denn? Ich passe die ganze Zeit auf. Das war nach dem Moment, als du noch aufpasstest. Einmal nachdenken. Hm. So verblödeten Mensch habe ich noch nie getroffen. Hm. Ja. Darf ich das auch rüber kämpfen? Klar! So, konzentrier dich. Gut verteilen jetzt. Ja, der Ansatz war gut. Jetzt kommt die Kurve. Hat er gemeistert? Hat er gemeistert, muss man sagen. Das lief ganz gut. Das ist anstrengend. Ja. Okay. Übrigens, in Zukunft, wenn Kashi hier mit mir streamt, ihr könnt jetzt schon mal eure Werbung buchen, die wir auf seinen Kopf schreiben. Dann steht hier immer euer Kanal. Ne, das können wir in Zukunft so machen. Ja. Oh, sehr gut. Guck mal, alles bedeckt. Oh, mit den Erbsen haben wir jetzt noch dem Ganzen wirklich einen aufgesetzt. Und jetzt, Freunde, ein bisschen scharf magst du auch, ne? Ja. So, dann machen wir noch mal ein bisschen Pfeffer oben drauf. Hätte man jetzt auch vorher nicht Soße rühren können. Wieso ist das denn angebrannt worden? Ja. So. Guck mal, du kommst im Schnee, bitte. So, dann haben wir auch noch mal ein bisschen Würze mit drin. So. Würze. Dann hauen wir das Ganze jetzt in den Backofen. Okay, was machen wir bis dahin? Reden und anfassen. Ach du Scheiße. Hey Siri. Stell mir einen Wecker auf 18.50 Uhr. Der Wecker ist für 18.50 Uhr gestellt. Gut. Kann nichts passieren. Kann nichts passieren, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Hört sie eigentlich nur auf deine Stimme? Oder auch auf meine? Probier doch mal. Oh ja, ne? Reagiert die nicht, oder was? Probier mal. Ja. Okay. Hey Siri. Reagiert nur auf meine Stimme. Hey Siri. Okay. Na, vielleicht kriege ich es hin, deine Stimme zu imitieren. Das habe ich einmal übrigens geschafft. Ja? Und zwar von meiner Ex das Handy habe ich. Da habe ich Siri aktiviert. Okay. Ja. Okay. Warte. Du redest halt ein bisschen tiefer, ne? Hey Siri. Und jetzt springt es auch an, das wäre krass. Hey Siri. Red ich doch nicht. Red ich nicht. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Oh! Er springt an! Geil. Okay. Guck mal, sie fragen, was ist? Weißt du, unten... Hey, Siri, hey!
unten vorm Fenster stehen wahrscheinlich Leute, die hören uns, wie wir hier die ganze Zeit, hey Siri, hey Siri, hey Siri, hey Siri, und denken sich, was ist da denn los, ja. Herzlich willkommen bei Shizu Streamer, gerne abonnieren. So. Oh, warum stehst du mir immer im Weg? Du siehst doch, dass ich hier nichts mache. Ja. Mit meinem Super Brain habe ich 1 und 1 kombiniert. So. Das sieht gut aus, wie du die ganze Zeit einfach so in die Cam starrst. Ja. Ja. Das sieht echt gut aus. Ach, guck mal, mit deinen Zähnen und so. Wie schön. Oh, es hat richtig gefunkelt sogar. Wie viel Gold ist drin im Maul? Gold. Ja? Gar nichts. Silber. Auch nicht. Amalgam. Ich habe nichts in der Frist. Plastik. Ich habe die ersten Zähne hier, die sind gut. Und die anderen, die fehlen mir alle komplett. Oh, jetzt kann man mich ein bisschen weiter sehen. Ich muss aufpassen. Mhm. So. Was hattest du gerade gesagt? Ich sagte, dass die ersten Zähne, dass die halt in Ordnung sind. Ja. Und alle anderen dahinter, die man halt beim Grinsen nicht sieht, du hast schon wieder... Ich mach's doch gar nicht. Wegen Mikro komme ich doch nur näher, damit man dich hört. Und die anderen sind alle vergammelt, die Zähne. Alle. Ja. Komplett durch. Bei dir jetzt, ne? Ja. Ja, das ist... Deswegen riechst du auch immer so aus dem Maul. Ja. Ja. So. Google ist bei Jumpy angegangen. Lass mal, dann ist Google jetzt bei Jumpy eingegangen. Sie hat ja, Probleme. Google ist bei Jumpy angegangen. Und zieht einen Stecker. So. Ich werde nun mal gucken, dass ich bei Insta mal hier sage, dass ich überhaupt live bin. Oh Gott, oh Gott. So. Ist dir das zu wenig oder was? Ja? Nein, ich will einfach nur sagen, dass ich live bin. Was ist denn gerade? Moin, moin, Shizus. Ich bin bereits wieder live auf YouTube, denn jetzt läuft ja den ganzen Monat über das Projekt Kochen, Sparen, Abspecken. Also, ich bin live. Ich habe auch noch jemanden mit am Start. Das ist der Kaffee. Nee, ich möchte keine Kamera. Ah, das wusste ich nicht. Ja, Herr Müller ist auch mit am Start. Ja. Oh, ja. Also, es läuft wieder bei uns hervorragend. Also... Kommt gerne vorbei auf dem YouTube-Kanal. Shizu Streamer, bis gleich. Ciao. So. Moin, Shizus. Ich bin bereits. Wow, löschen. So, in meiner Story teilen bitte. Fertig. Gut. Moin, Falco. Ah, daher Amadeus Amadeus, Out of the Dark. Kennst du das? Ja, klar. Ich glaube, das ist gut. 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 So ungefähr singt er doch, ne? Ja, nee, er ist auch. Was? Das ist Gatman. Nein, ich meinte jetzt nicht. I'm a Scatman. Amadeus ist bei DSDS weitergekommen in den Recall. Andrea, da muss ich sagen, auf diese Information habe ich am heutigen Abend gewartet. Ich danke dir vielmals für diese Information, denn auf die hatte ich bereits am heutigen Abend gewartet. Also, während ihr Kashi gerade noch seht, krabbel ich hier gerade ins Wohnzimmer. Denn ich habe hier einen Scheinwerfer stehen. Ach so. Ja, der ist aber da oben. Der ist da oben verkabelt. Warte mal. Ich ziehe mal hier den Stecker. So. Und dann werde ich... Wieso ist der denn jetzt hier wieder so kompliziert verheddert und zertüdelt? Ja. Das ist natürlich jetzt wieder, ja. Also. Meine Güte. Ja. So. Gut. Den Scheinwerfer habe ich hier schon mal isoliert. Jetzt stelle ich den in den Flur. Ich gehe wieder zurück. In den Flur. So. Und jetzt stelle ich hier mal den Scheinwerfer hin. Nick! Moin, moin! Hallo, Nick. Das ist der echte Kashi, der hier steht. Ibens. Das ist der echte. Boah, Lauchkrebs. Also, ich meine, guck mal, aber das Gute ist, Nick hat dich nur daran erkannt, dass deine Nase ins Bild ragt. Nur daran hat er erkannt, dass der Kashi da ist. Wahrscheinlich, ja. Ja, na klar. Aber hier, Lauchcremesuppe ist tatsächlich richtig geil, ne? Habe ich auch schon mal gegessen, mit, ja. Mit oder ohne Hackfleisch? Ich glaube mit. Ja. Oh, das sieht doch schon fast gut aus. So. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wieso bist du denn so? Was, wieso bin ich so?
Naja, du nimmst dir das vor und machst es dann halt nicht. Ne? Und also mit dir streame ich nicht nochmal. Helf mal. Nee. Hey Siri, Schizopower, wie viel habe ich davon? Du dummes Stück Scheiße. Das klingt nicht gut. Ja, das klingt nicht gut. Ich habe keine Schizopower mehr. Ja. Hey Siri. Hey Siri, wie viel... Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Wie viel? Hallo. Oh, na? Pass mal auf jetzt. Ich rede gerade, da hast du mich aussprechen zu lassen. Hast du das verstanden? Ey! Das funktioniert nicht. Scheißteil. Schmeiß das in die Ecke. Ja. Na ja, gut. Boah, sieht eklig aus. Boah, ich kotze gleich. So, Freunde, der Nudelschinkengratin ist fertig. Chuck Güzel Wallah mit Erbsen. So, Freunde, guten. Aber ist noch scheiße heiß jetzt, ne? Dampf ich auch wie Sau. Kommt gerade erst raus. Muss er abkühlen. Wie die Katze jetzt hier die ganze Zeit guckt, ne? Warte mal. Oh, von unten voll heiß. Ihr könnt ja hier Herrn Müller nicht sehen, wie er die ganze Zeit geiert, ne? Pass auf, ich mache Insta-Story, könnt ihr auf Instagram gehen. Unten in der Stream-Beschreibung ist der Link, falls ihr da noch nicht wart. Dann zeige ich euch hier mal eben, so, wie war das jetzt hier, wenn man was filmt? Freihändig, ne? So, da könnt ihr jetzt mal Herrn Müller sehen. So, Achtung. So, wir sind hier jetzt gerade am Essen. Nimm mal deine Fresse aus dem Essen. Ja, der Kaschel und ich, wir sind jetzt hier am Futtern. Und Herr Müller... Der geiert hier die ganze Zeit. Ne, man kann das im Livestream auf YouTube nicht sehen, weil da oben ist die Webcam und man sieht ihn halt nicht. Deswegen jetzt hier mal von einer anderen Perspektive, wie er die ganze Zeit da sitzt und geiert. Ne? Hier, guck. Da. Hat mir schon beim Kochen vorhin, hat er mir schon, ja, beim Kochen hat er mir von Kochschinken schon hier von der Arbeitsfläche weggehauen. Finde ich nicht so nice, muss ich sagen. Naja. Falls ihr noch kurzfristig reinschauen wollt, gebt Gas, ne? Lange läuft der Stream nicht mehr. Lange nicht. Ja. So, wir sind hier jetzt. Oh, was? Spielt er immer ab? Nervt mich. Guten Hunger, bon Appetit, guten Appetit. Dankeschön. Hä? Worum geht's? Ich sollte doch eine Bewertung abgeben. Ja. Darum geht's. Ja, jetzt und? 7,5. Na, da kann sich doch Knorr, was das war, freuen. Stehen wir einfach in unserer in meiner Smogwolke. Was dir schmecken? Ja, hast du auch schon? Ich muss gleich wieder. Der Wichser hat mich angespuckt hier. Ah, nee. Nee, aber Zelda habe ich am Bett stehen, ja. Kann nie genug Wasser haben. Ja, ich hab doch Wasser. Glaub mir. Ja, eine Flasche. Was soll ich jetzt mit zwei Flaschen Zelda? Morgen trinken. Kann ich doch wieder einkaufen. Trinken. Heute noch. Ja, Freunde. Wir genießen hier noch. So ein bisschen. Aua. Oh, heiß aber auch, ne? Du bist so heiß wie ein Vulkan. Mama.